Ein wunderschön. Zu dem wunderschönen Mindhead Let's Play. Doch, richtig. Hatte schon da angefangen, mich zu zweifeln. Jetzt wird hier beängstigend dunkel. Ich mache mal kurz ein bisschen ein paar Fackeln hier. Da fackel ich nicht lange über sowas. Das sollte ich danke. Schlechte Wortwitze sind immer ein Zeichen dafür, dass man alt wird. Es kommt her, alle. Ich bin voll! Perfekte Scheiße! Gut, kommst du erstmal wieder nach da. Und Rissen lassen wir da bleiben. Yay. Ich gehe mal ganz schnell zu meinem Feld. Gucken, ob mittlerweile hier. Jawohl, ist gewachsen. Yay. Das heißt, du kommst nach da, du kommst nach da. So, jetzt haben wir schon mal 18. Ah ja. Langsam, ganz langsam wird es. Das Schöne ist nur, je mehr wir haben, desto schneller wächst es natürlich an, da das ja prozentual dementsprechend anwächst als Faktor. Zum verfickten Faktor nochmal. Ja, und dementsprechend. Haben wir schon. Also guck mal, die ersten 100 kriegen wir dann schon bald voll. Und da brauchen wir noch mal 336. Wer findet denn so ein Scheiß? Ganz ehrlich, Alter. Das ist ja genau so ein Trauerspiel wie die CDU, ey. Jetzt nicht raus. Halt, was? Ich habe die ganze Zeit, die habe ich jetzt hier, ich habe die ganze Zeit, ich leck mich doch am Arsch. Nee, komm, das ist ja hier. Oh komm, sorry. Nee. Das ist eine Dummheit, die gehört illegalisiert. Ich sollte übrigens mal aufhören, so viel zu rennen, weil dieses Rennen verbraucht nämlich unglaublich viel Nahrung. Und in meinen Augen ja da etwas zu viel. Also wirklich unrealistisch viel. Da siehst du schon wieder ein halbes Brot weg. Das ist abartig, wie viel man da verbraucht. So. Ja. So. Okay. Das sieht doch schon wieder besser aus. Ja, ist ja gut jetzt. Meine Fresse. Ich brauche definitiv mehr Licht oder sollte man. Oh, wow. Klar. Mach mal da. Ich sollte mal meine Kamerawerte ein bisschen hochdrehen. Das ist hier die Sonne schon wieder so am Scheinen. Wisst ihr, die ganze Zeit war es ultra unbewölkt. Also dachte ich mir so, ja, kannst du ja gleich mal die Zeit nutzen, Aufnahme machen, ne? Und die Sonne so, fick dich! Scheiße. Ich hasse sie. Bin ich raus? War das richtig? Ja, doch, war richtig. 3 hoch.
Genau, normales 2 hoch, also jetzt 3 hoch. Heißt also, hier haben wir jetzt auch 2 Höhe plus insgesamt 3. Genau. So, kommt jetzt hier weg. Hier kommen 2 Dinger weg. Und hier kommt wieder einer weg. So, jetzt haben wir hier endlich mal. Ab hier haben wir jetzt endlich mal so, wie es tatsächlich aussehen soll. Hier ist ja durch diese Kacke hier, ist ja hier alles Arsch. So. Schauen wir hier ein paar so Dinger hin hier, damit es ein bisschen heller wird. Da kommt ein Tunnel. Ach ja, da kommt so ein kleines Ding. Da sind wir vorhin auch durch, also letztens, also als wir den Obertunnel ausgekramt haben, sind wir da auch vorbeigekommen. Siehst du, können wir sowieso mal machen. Wir können so einen kleinen Durchbruch machen von dem Tunnel zu dem anderen Tunnel. Die müssen sich ja kreuzen eigentlich. Da der ja weiter unten anfängt, aber flacher geht, heißt es also, wenn der weiter unten anfängt und flacher geht als der andere, dann sich dann automatisch, rein mathematisch bedingt, kreuzen müssen. Also mathematisch bedingt ist jetzt angelehnt an eine Funktionsgleichung. Die also mathematisch nicht so belichtet sind, werden sich jetzt wahrscheinlich fragen, was meint der? Umkehrschluss ist, die sich fragen, was meint der? Sind also mathematisch nicht so belichtet. Ich glaube, jetzt habe ich gerade ganz schön viele Leute gedisst. Kann das sein? Und mir ganz schön viele Feinde gemacht. Und ganz schön viele Abonnenten verloren. Wobei, so viel habe ich ja gar nicht. Alles gut. So, hier müssen wir runter. So, 3 hoch. Hier ist natürlich wieder alles offen, klar. Da wird es nicht, aber hier wird das. Genau, hier haben wir 3 Höhe. Heißt also, hier ist jetzt das da, das da, das da weg. Na, hätte ich es sogar da lassen können. Ich will sterben. Ich will einfach mal sterben. Möglichst schnell, möglichst schmerzlos, möglichst friedvoll. So, jetzt brauchen wir Holz. Holz haben wir nur noch ein bisschen. Warum eigentlich? Hier kommt einer hin. Da kommt. Das reicht nie im Leben. Herzlichen Glückwunsch, wir sind am Arsch. Naja, könnte fast reichen. Und weg. Gut. Die Bisse sieht aber echt scheiße aus. Egal, ich lasse es so. Richtig? Ja, richtig. Hier zwei. Nein, jetzt nicht richtig. Hier fehlt noch was. Ich will kotzen. Einfach mal. Komm mal weiter unten weg, damit sie besser aussieht an der Stelle. So. Ich komme die Steine wieder hin. Ich habe doch nicht die ersten Steine gebrannt, um hier alles auszubessern, was ich durch meine Dummheit wegmache. So. Oh Mann, ey. Hier packen wir wieder ein paar Fackeln hin. Dass es wieder ein bisschen heller wird. Also, können wir mal gucken, ob es mit der Flucht so ungefähr hinhaut. Ja, doch, so ist es von der Strecke her schon ganz in Ordnung mit den 22,5 Grad. Weil, wie gesagt, 45 Grad, das wäre einfach für so einen Gang. Das wäre einfach viel zu steil. Ich meine. Hier gibt es zwar keine Fahrzeuge, die hier durchfahren, aber man muss ja auch als Mensch auch nicht langlaufen können. 45 Grad ist schon ganz schön heftig. Deswegen finde ich persönlich hier so mit 22,5 Grad, das ist viel realistischer. Und hier kreuzen wir tatsächlich den Scheiße. Ach ja, stimmt, hier gibt es ja gar keine Mauer dazwischen. Eben, das Ding, die Treppe ist ja quasi die Grenze dazwischen. Alles gut, ich dachte gerade schon, ich habe wieder Scheiße gebaut. Ach Gott. Ja, dann treffen wir jetzt quasi hier auf die Treppe. Herzlichen Glückwunsch. Wir haben unseren Durchbruch. Yay. So, hier 3. Echt
traue mich hier überhaupt nicht mehr abzubauen. Bin ich jetzt hier richtig? Ja. Da, da. Und ihr beiden müsst weg. Danke. So. Meine Spielzeug ist kaputt. Und ich wollte meine Tastatur wegdrehen. Ach, locker doof, einen Stift drauf. So. Da haben wir jetzt schon mal hier wieder ein bisschen Licht. Ach Gott, stupides Abbauen. Eisen! Eisen, wir lieben dich! Ich will ein Kind von dir! Heirate mich! Kennt eigentlich jemand das Lied von Rammstein? Heirate mich? Das ist auch so ein geiles Lied. Oh, Katze weg. Da sollte ich mal doch eine Fackel hinbauen. So. So. Korrektness? Ja. Nein, doch korrekt. Okay. Genau. Was? Wo denn? Ich gehe sogar gerade den Tunnel, oder? Hm. Wer wisse das schon? Ich schon, meine 30 Töchter nicht. Darauf habe ich sie trainiert. Denn nichts ist attraktiv als dummer Mädchen. So. Da. Ja, deine Mutter. Ich vertraue mir nicht. Krr, tot. Schwarz, das ist mal lieber drin. So. Ich brauche Licht. Oh! Oh! Haha! Ha! Yay! Ficken! Was ist denn hier für ein Tunnel, Alter? Interessant. Doch, sehr interessant. Wirklich sehr interessant. Doch, sehr, sehr interessant. Den werde ich gleich mal auskleiden mit ein bisschen Holz. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Fuck! Ansonsten habe ich mir noch überlegt, wir machen es doch nicht mit einem Abzweig, sondern wir machen das wie folgt. Der Tunnel, den wir jetzt gerade bauen, der geht ja runter. So, und wir haben ja jetzt bereits den einen geraden Tunnel unten gebaut. Und ich will das so machen, dass dass unser Tunnel praktisch runter geht, bis auf die Höhe von dem vorhandenen Tunnel, da kurz praktisch die Höhe behält, da dann ein Übergang ist, und dann danach aber dann wieder runter geht, sodass wir praktisch kein Ab, also
Käfig nach unten haben, der 90 Grad von unserem Weg weggeht, sondern der Weg, den wir jetzt gerade bauen, der geht dann halt einfach weiter runter. So lange, also praktisch, ja, parallel zu dem vorhandenen Weg und nicht quer dazu. Das dürfte sich mit dem Weg, so wie wir ihn jetzt gerade hier bauen, definitiv besser machen. Aber nämlich gleich einen Weg, der, ja, halt klassisch weitergeht, halt direkt ins Sektor-Marsch. Ihr wisst, was ich meine. Davon bin ich überzeugt. Geht ihr schon steil runter? Ach ja, ja, genau, das ist unser Weg. Ho, 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 der Weihnachtsmann. Er will mit zur Eierbahn fahren. Ich wollte gerade was anderes sehen. Ich hoffe, das ist keinem aufgefallen. Sonst würde schon längst das, der Jugendschutz vor meiner Tür stehen. Tja, ich will gleich wissen, auf welcher Höhe wir sind. Yay, wir sind bei minus 15. Das heißt, das sieht geil aus. Hell, dunkel, hell, dunkel, hell. Ja, das heißt, wir sind gefickt. Vielleicht sollte ich diesen Tunnel jedoch offscreen machen, also mit meinem normalen Konto und nicht mit dem Let's Play Konto hier als Let's Play. Muss ich mal gucken. Weil das ist jetzt echt schon ganz schön. Das wird echt eine sehr lange Tätigkeit werden. So, ich werde aber jetzt schon mal, damit das hier endlich mal raus ist. So, ich werde dann hier nämlich schon mal die Dinger hier ranklatschen. Achso, jetzt braucht die hier gar nicht. Wow. Stimmt ja. Ach, ja, siehst du, ich habe sowieso noch, da brauchen wir die Dinger ja auch noch als Holzvariante. Weil wir nämlich unsere Bretter haben, die wir praktisch dann nach oben hin verlängern. Wollenderweise müssen. Hä? Achso. Ja, ist ein Bug in der Engine. Wenn du praktisch die Dinger hier baust und dann praktisch da stehst, dann musst du wirklich erst zurückgehen, damit du dann weiter hochgehen kannst. Also ist nicht wirklich ein Bug, ist eigentlich selbst erklärt, warum das so ist. Aber es ist halt so. Man wird also von der Höhe nicht automatisch angepasst. Schade eigentlich. Fuck. So. Hier für die Sachen brauchen wir dann nämlich noch diese Dinger als Holzvariante. Das heißt, ich schmeiß hier mal ein bisschen was rein. Oh. Kann ich hier drin eigentlich abbauen, ne? Powerplay sieht man ja eh nicht. So, und hier das gleiche. Hier bauen wir die auch nochmal ab. Perfekt. So. Erster Stack ist leer. Wobei das ja auch kein kompletter Stack war, von daher möge man dem Holz verzeihen. Was mache ich eigentlich gerade? Danke, danke, danke. Danke, danke. Danke. So. Nein, was hast du jetzt gerade hingebaut? Da oben, na klar. Hab ich gebaut. Klar, durch gerade mit der Wichser. So, tada, so sieht das Ganze dann aus. Hier fehlt noch was, hier habe ich noch gar nicht aufgeräumt. Was war denn hier für eine Scheiße? Manchmal ganz kurz, also hier haben wir Dreier Höhe, das heißt also... 1, 2, der muss weg. Der muss weg. Nein, bin ich jetzt bekloppt? Hier, dann kommt hier, dann kommt. 1, 2, 3er Höhe. Der hätte da bleiben können, der auch. Ach, scheiße. Ich muss hier echt aufpassen, dass ich jetzt nicht komplett durcheinander komme. So. Also, die sind richtig. Der dann muss dann weg.
Die beiden sind dann auf der Höhe. Der hier muss weg. Oh mein Gott. Und schon komme ich durcheinander. Also hier ist alles richtig. Das heißt also, ich muss hier zwei hoch, da zwei hoch. Oh fuck. Hätte ich nur einen hochgemusst. So, okay. Ja, schon sieht das Fehler nicht besser aus. So, und jetzt kann man hier nämlich richtig schön. Wow! Ups. Warum bin ich so schnell? So, und schon. Also hoch kann man sehr schnell und runter kann man auch sehr schnell, wenn man damit sterben möchte. Alter Schwede. Zum Glück bleibt man hier an diesen Dingern immer hängen. Ich habe schon, wie wenig die gesamte Strecke einfach komplett runterfallen. Dann wären wir tot. Jetzt können wir gleich aufhören. Können wir hier Feierabend. Okay. Also Feierabend. Ich mache kurz mit der Folge Feierabend. Ich weiß nämlich nicht, wie lange wir jetzt gerade schon wieder aufnehmen. Hab nämlich bei der Folge jetzt gerade vergessen, auf die Uhr zu gucken. Auf jeden Fall werden wir nochmal hier gucken. Hier wird mittlerweile was gewachsen. Es sieht nicht so aus. Wachs schneller! Scheiß Zeug hier. Ganz, ganz viel Mehl. Mehl. Wir brauchen ganz, ganz viel Wolle. Ich bin gerade echt drauf verdrängt, diese Rucksäcke einfach zu cheaten. Also hier mit diesem Give Me. Gib's mir. Ja! Okay. Bronzeblock. Ja, geil. Scheiß braucht halt so lange, bis er wächst. Ey, ist ein Bullshit. Wir waren jetzt gerade 5 Stunden unten drin. Und das ist alles bisher passiert. Wir haben gerade mal einmal ernten können. Zweimal? Zweimal. Das ist ein Traum, das ist ein Witz. Das ist echt ein Witz. Das gibt eine krasse Katastrophe. Okay. Ja. Ups, nein. Ja, mit den Sachen hier. Ich hab mal die ersten Sachen, kann ich dann instant wegschmeißen. Ich meine, alternativ könnten wir natürlich auch. Ah, jetzt, wir haben ja hier draußen noch die Kiste. Alternativ könnten wir noch eine Kiste anfangen, so extra für Cobblestone, aber. Wir brauchen nie im Leben so viel Cobblestone. Reste, Sharing. Hey, wie habe ich denn Sharing geschrieben? Doch, ist richtig. Denke ich jetzt einfach mal. Okay. Wir brauchen mehr Äpfel. Gut. Oder auch nicht. Wir nehmen einfach unsere Brote. Also unser Getreidefeld macht sich langsam echt. So viel Wolle hätte ich gerne, ja? Und guck mal, wie viel ich hier gerade noch haben. Das ist ein Witz, das ist nicht, das ist gar nichts. Das ist niada, niente. Klappe. Gib mir dein scheiß Fleisch und halt die Klappe. Nein! Fuck you. Yeah. Und jetzt wird endlich hoch. Ach du Kacke. Ja. Viva la Revolution. Da kommt wir her jetzt, ja, alter Trauerspieler. Da muss ich auch alle Eier einzeln anklicken hier. Oh Gott. Da gelobe ich mir meinen Klon. Danke. Fick da, fick. Du kannst weg. Das mache ich später. Okay, wie gesagt, Folge machen wir mal hier zu Ende. Machen wir mal die Folge. Also hören wir mal kurz auf und so eine. Und dann wisst ihr schon, ne? In dem Sinne würde ich mal sagen, schon mit V und so, ne?